Hier also der nächste Wochenrückblick. Es ist Sonntagmorgen, ich bin ein bisschen heiser, wohl wieder zu viel geraucht. Und ich muss ehrlich sagen, das Video zum Wochenrückblick, da plage ich mich ein bisschen mit dem Schneiden. Das ist nämlich sehr viel aufwendiger, als ein einfaches Strickvideo zu schneiden und zu vertonen. Also da muss ich viel mehr schneiden. So, was zeige ich dir da, während ich den Wochenrückblick erzähle, immer noch. Ich werde da also immer an meiner Decke aus Rüschengarn weiter stricken, wobei ich das Rüschengarn nicht als solches verwende, sondern wie ein einfaches, dickes Garn. Was soll dieser Wochenrückblick eigentlich? Nun, ich erzähle euch über die Nadelspielwoche, aber auch darüber hinaus, was mir sonst so widerfahren ist. Und vor allem geht es natürlich immer um meine Hobbys, dem Handarbeiten, dem Handarbeiten, dem Handarbeiten, aber auch dem Garten. Na, eigentlich an zweiter Stelle muss ich ja schon die Lucy erwähnen, sie tippt mir gerade auf die Schulter. Und drittens dem Garten. Darüber hinaus habe ich natürlich auch viele andere Interessen. Aber diese Hobbys sollen dann nicht zu kurz kommen. Und zu den anderen Interessen wollte ich euch mal einen Blick auf meinen Schreibtisch werfen lassen. Mein kreatives Chaos am Schreibtisch mal. Da sind, apropos Landlust, ich liebe diese Hefte. Ich habe mir jetzt ein Abo genommen. Die Lucy muss die Lucy immer dabei sein. So, da sind meine ein paar Nadelchen. Da ist mein ABC-Pflaster, da liegt mein Top, da liegt ein Pullover voller Aschenbecher. Ah, die Lucy beißt mich. So, und so schaut es da auf meinem Schreibtisch aus, während ich arbeite. Ah, Lucy, was? Nein! Ich will jetzt meinen Schreibtisch filmen und nicht die Lucy. So. Au! Wirst du aufhören? Sie ist schon wieder wütend, wenn ich was anderes mache, als mich ihr zu widmen. So, das ist kein Product Placement. Die Almdudlerflasche steht da zufällig herum. Und ja, da geht es halt so weiter. Schon wieder ein voller Aschenbecher. Ja, es ist schrecklich, ich weiß. Ja. So, also so ungefähr schaut es da aus. Da mache ich gerade ein Päckchen mit DVDs fertig. Zu den DVDs komme ich dann noch. Ja, vergangene Woche habe ich euch gezeigt, meine Ausstattung für den Vogelwinter. Und da habe ich diese Woche in meinem Garten so ein paar Einblicke zusammengetragen. Aber seht einfach selbst. Wollte ich dir ja zeigen, was mit meinen Vogelhäuschen passiert ist. Die ziehen da jetzt, also da ist ein Futterhäuschen in der Weide. Da kommt jetzt gerade eine freche Meise, vielleicht erwische ich sie sogar. Da kommt die Meise, so, ja, genau. Die haben sich da schon total gewöhnt und lassen sich auch damit nicht wirklich stören. So, und die nehmen das natürlich sehr gerne an, das Futterangebot. Da sitzt es jetzt wieder. So, und da wird jetzt gepickt. Ja, schimpft. Ja, aber noch sehr viel mehr hat mit mir geschimpft. Eine Meise, vermutlich nicht die gleiche, als sie versucht hat, beim Eichhörnchen-Futterkasten an die Nüsschen zu gelangen. Auch das konnte ich mit der Kamera einfangen.
Ja, und zum Garten hatte ich euch noch erzählt, dass ich gehört hatte, dass Schafwollpellets gegen Nacktschnecken wirken und die sind diese Woche angekommen. Und die Testreihe läuft bereits sehr erfolgreich, wie Wirklich ich ganz genial. festgestellt habe. Mal schauen, ob ich das langsam heranzoomen kann. So, und das sind, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, das sind Wool-Pellets, Schafwoll-Pellets. Das fand ich ja sehr spannend. Ich habe erstens einmal davon gehört, eine liebe Gartenfreundin hat mir erzählt, dass Schafwollvlies Schnecken abhält, Nacktschnecken abhält. Und dann habe ich mich natürlich, war ich natürlich gleich neugierig und habe im Internet ein bisschen gesucht und gleich bei britishgardens.at diese Baumwollpellets gefunden. Da werden wir jetzt gleich reinschauen. Muss ich natürlich mir anschauen. So, jetzt ist nur, ich hoffe, die Nacktschnecken können lesen und vor allem die Nacktschnecken können Englisch. Sonst kapieren sie natürlich, was sie nicht, was sie tun So. sollen. So, und vielleicht sollte ich mir anschauen, ob man das irgendwie, vielleicht kann man das filzen oder irgendwo einarbeiten. Gut, also das sind jedenfalls diese Pellets ja unspektakulär, wenn man da genau schaut. Ich möchte mal schauen, Lucy, was sagst du da dazu? Was ist denn das? Ist das fein? Es ist kein Knusperli. So, die Lucy begutachtet das auch. Lucy, wie duftet das? Ist das gut? Ist das gut? Das riecht ein bisschen. Ah, das schaufelt. Ja, ist das fein, Lucy? Das riecht nach Schaf. Boah, pfah, das riecht aber sehr intensiv nach Schaf. Pfah. Also, ich glaube, bah. Puh. Pü. Also seid froh, dass es kein Geruchsvideo gibt. Boah, ich glaube, da haben ein paar Böcke drauf gepinkelt. Also so riecht es jedenfalls. Na, macht nichts. Soll er in den Garten? Das ist ja Natur. Lucien, das beeindruckt dich nicht mehr. Okay. Ja, das stinkt. Also vielleicht ist es einfach der Geruch, der die Schnecken vertreibt. Aber wie gesagt, ich werde Lucy. Ist das interessant oder gar nicht? Nicht wirklich. Na, also die Lucy findet das nur mäßig interessant. So, gut. Dann machen wir das wieder zu. Ich besuche morgen meinen Garten und werde euch natürlich berichten. Apropos Tierwelt, folgende Meldung habe ich in der Zeitung gefunden, wollte euch nicht vorenthalten. Affen lernen Problemlösung per Video. Nicht nur Menschen können sich das zum Vorbild nehmen, was sie auf dem Fernsehschirm sehen. Auch Affen sind dazu in der Lage und können von fremden Artgenossen per Video lernen, wie man Probleme löst. Wiener Forscher haben das nun erstmals bei Experimenten in freier Wildbahn gezeigt. Na, die hätten uns fragen sollen. Das wissen wir nämlich schon längst. Schäfchen können das nämlich schon lange. Ja, und dann war ich natürlich fleißig und habe ein bisschen an Lisas Top weitergemacht. Weitergemacht mit, naja, es ist mir bei den Ärmeln ein bisschen weitergediehen. Und die Lore wird heute anfangen zum Fäden vernähen. Aber was dich freuen wird, ist nämlich dieses. So, die neuen Söckchen, das wären die Juli-Söckchen in der Zitrone. Bin ich ja noch ein bisschen am Tüfteln, da gefällt es mir noch nicht so gut. Da oben wird das. Also die werden wir als nächstes machen. Ich glaube, die sind ganz lustig. Tatsächlich bin ich nämlich wirklich ein bisschen weitergekommen mit dem Sockenkalender aufholen. Also das in der Mitte werden die Juli-Söckchen, rechts Himbeer-Zitrone, die August-Söckchen und ich habe auch schon die September-Söckchen angestrickt, Hahnentrittmuster mit Neonfarben und die zweifarbigen natürlich alles so, dass du immer nur mit einem Faden strickst.
Ja, und die neuen Videos zum Sockenkalender mit den Aufholvideos, die kommen im Lauf dieser Woche nach und nach. Also morgen Montag werde ich wohl das erste online stellen mit den Juli-Söckchen in einem sehr hübschen Lace-Muster. So, heute, was habe ich heute noch vor? Ich hole dann gleich die liebe Elisabeth vom Bahnhof ab, die Elisabeth Selig aus Wels. Und da freue ich mich schon drauf. Und während ich mich nun fertig mache, könnt ihr noch ganz kurz Lucy zusehen, wie sie sich stumm und tonlos beschwert, wenn sie nicht schnell genug Futter kriegt. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Alles Liebe, bis bald. Ja, gib mir zum Hopsi. Warte mal. Hopsi, ein Hopsi.